Okay, so. Ja, das ist eine Box. Die ist von Amazon. Das ist mal 30, 29, 95 oder sowas. Und da sind verschiedene Sachen drin. Die haben Nagellack drin, die haben Schminksachen drin. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich habe mir das vor Jahren mal geholt. Bin ich mal gespannt. Ich habe das mal aufgemacht. Das ist ziemlich verpackt. Das ist ziemlich voll. Das alles in einer Folie drin ist. Alles. Oh, das hängt da hinten. Okay, gucken wir mal, was drin ist. Nehmen wir es einfach mal raus. Okay. Oh. Von das She Does habe ich noch nie was gehört. Und das ist a curling waterproof mascara. Okay, hier ist sie. Alrighty. Okay. Interessant. So, ich sage es in schwarz. Okay, das ist Nummer 1. Ja, Eine Brauschere. Ja. Das kann man. Was ist denn hier? Was wir hier schneiden. Ne? Zack, zack. Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe immer Angst. Ich habe mir die Augenbrauen ab. Okay, da haben wir. Okay, oh, ein Liner. Oh, XXL, ja. Aber wie heißt die Branche? Also, es ist interessant, aber das ist so mehr braun. Soft Eyeliner. Oh, das ist ja Eyeliner. Oh, ist aber dunkel für. Naja, Eyeliner. Ich habe gedacht, das ist ein Lip Liner. Das ist ein Eyeliner. Ja, oh ne, ist auch Lip und Eyeliner. Also für die Lippen ist es mir jetzt ein bisschen zu dunkel. Ich weiß nicht, ob das der Name ist. Das sieht ziemlich groß aus. Hat sogar einen Spitzer dran. Das finde ich gut. Ja. Nummer 3. Da müssen einige Sachen drin sein. Was ist denn? Da sind einige Sachen drin, meine Herren. Okay. Ah, einen Pinsel. Von Catrice. Nicht schlecht, kann ich immer brauchen. Na, das ist ein guter Pinsel. Nehme ich mal an. Ich lasse das jetzt mal drin. Ja. Gut. Dann. Mal den kleinen Lippenstift an Lipgloss. Das ist eine tolle Farbe. Die nehme ich aber auch am liebsten. So sieht sie aus. Ein bisschen ausprobieren hier. Oh ja, die ist das ziemlich pigmentiert. Guck mal an. Huh? Wow. Ist das, aber das steht nichts drauf. Von wie? Sam Sugar. Da steht überhaupt nichts drauf. Sam Sugar, das ist alles, was drauf steht. Komisch. Ob das jetzt ein Lipgloss ist oder matt. Muss mal warten, bis es trocknet. Ja, okay. Nächstes auch. Ein Puder oder ein Rouge, so wie es sich anfühlt. Das ist echt lustig. Gestern. Ja, von Catrice. Gestern war ich im Rossmann in der Drogerie und da haben die so ein kleines Regal, so ein rundes, und da machen sie halt Sachen rein, wo ein bisschen billiger runtermarkiert sind. Ne? Und das habe ich in der Hand gehabt gestern. Genau dasselbe. Hätte ich fast noch gekauft, weil die Farben sind schön. Und zwar ist das ein Rouge, ein Blush. Wie ihr seht, es sind zwei, sind es eins, zwei, drei verschiedene. Guckt. Also hieß diese hier. Ein bisschen dunkler und ein bisschen heller. Dory von Nemo. Ne? Lustig. Okay, das bringe ich gern. Dann, andere Hand. Was ist da Sachen drin? Was ist denn das? Nochmal, oh, was? Eine Nagellack. Auch eine schöne Farbe. Auch von Catrice. Schöne Farbe. Gefällt mir gut. So pinkisch okay, was ist das? Oh. Ja, ja, kein Video, wo das nicht passiert. Moment, wo bist du, liebe Fallen? Wo bist du denn? Hier bin ich. Okay, oh, yay. Was ist das? Prep and Plump. Plump? Paste von Essence? Essence finde ich ja nicht schlecht. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine von der billigsten Drogeriemarken. Aber Lidschatten und so finde ich nicht so toll. Also das Formular,
die Formel. Egal. Ja, finde ich einfach nicht so toll. Also, das ist für die Nägel. Zwei Sachen für die Nägel. Da kommt nochmal, oh, da kommt ein, oh, blau. Das geht gerade mit den Nägeln, wo ich bekommen habe von meiner W7 Mystery Box. Da waren die Nägel auch so eine Farbe. Zum Teil schön. Und das ist auch von Catrice. Okay, ich nehme an, dass es einfach so Restposten sind, dass jemand das kauft und dann wieder verkauft. Und oh, ein Nailbaum von, Nailbaum, ja, so sagt man es, ohne Elbe. Massage, was? Massage und Wash Off. Was? Massage in and Wash Off. Oh, okay, Nail and Cuticle, okay. Also für hier, ne, auch, wie sagt man das, Nagelhaut, ja, Nagelhaut. Alrighty. Wow. Guckt mal an, das muss ich, den behalte ich. Ist alles von Catrice? Was alles, was in den Kanal ist? Ist okay. Ich gucke jetzt mal, wie es aussieht, weil die Farbe ist nicht so ein bisschen orange dabei. Guck mal an. Nicht schlecht, passt mit dem Hintergrund zusammen hier. Gelb. Das gefällt mir eigentlich. Jetzt muss ich mir im Moment, muss ich mir gerade noch schnell ein Ding holen hier. Sonst mache ich das alles voll mit Nagellack. Okay, das ist wieder sauber. Gut. Da ist noch mehr drin. Oh, guck mal, wie klein der Pinsel ist. Das ist ja ganz krumm. Der ist wahrscheinlich 20 Cent wert. Ich weiß nicht, ob ihr Temu kennt oder Wish. Die haben so solche Sachen, das kann man dann in großen Mengen kaufen. Da kostet einer wahrscheinlich an der 10 Cent oder so. Ja, so sieht es aus. Das ist richtig klein. Sieht aus wie die Zähne. Okay. Okay. Zwei Sachen. Das sind Bling Bling Nail Stickers. Bling Bling. Okay. Nail Stickers. Cute, cute, cute. Und das. Auch von wem war das? Das war von Essence und das ist auch von Essence. Okay. Ah, das ist eine Folie. Guck mal, das sieht aus. Das ist eine Folie und die macht man das so drauf. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Okay, da macht man hier. Na, da macht man es drauf, ein bisschen von dem Ding dran. Interessant. Interessant. Noch nie gesehen. Okay. Oh, das ist. Ah, die haben doch von Catrice, mit Joker haben sie ein paar Sachen rausgebracht und das ist jetzt eines dabei. Und ich glaube, das ist ein Lidschattenstift oder sowas. Das sieht man, was heißt das da dran, sag mal. Oh, hier steht es. Das ist ein Liquid Eyeliner und das ist wirklich, okay, Liquid Eyeliner. Der Dings da ist immer noch nicht ganz trocken, das braucht eine Weile, aber es ist dicker aufgetragen. Oh wow. Oh wow. So sieht's aus. The Joker. So. Ich brauche wahrscheinlich einen Moment, bis es trocken ist, ne? Wow. Ah, Pfeile. Sieht aus ein Radierer. Ah ja. Ah, und eine Cuticle-Stick. Auch noch drin hier. So, ja. Vielleicht in die Handtasche reinwerfen, ne? Oh, oh. Sieht aus wie ein Bonbon. Das ist aber nicht. Das ist a Body and Soul Badetub. Ja. Okay, das ist aber klein. Okay, dann. Oh, jetzt kommt los. Moment. Ja. Und da tanze ich wieder rum, hey. Alt werden. Das ist auch nicht schön, ne? Oh, jetzt haben wir einen Spitzer. Guck, wie süß. Mit einem kleinen Herz dran. Komm her. Das ist aber nicht gut aufzumachen, weil das Herz. Das Herz. Ja, jetzt geht's. Nee. Nee, das ist ein Lipbalm, nehme ich an. Hm? Und das ist von.
WNPL. Noch nie was gefühlt. Oh, das ist, ja, wer? Avocado Lips. Ha, ist das süß. Okay, Avocado Lips. Mhm. Oh, dann haben wir hier noch mal. Das ist ein Eye and Lip Liner. Also das würde ich, das würde ich nicht benutzen für den, für die Lippen. Obwohl, ne, es geht eigentlich. Ja, das sieht nicht so. Ein bisschen dicker auftragen. Hier, es ist ganz weich. Ja, sieht man es ein bisschen besser, ne? Ja. Ach, das kann man. Kann man mal nehmen für die Lippen und für die Augen. Okay, was ist das? Ein festes Shampoo von Aveo. Okay, ist das Rosen? Traubenkernöl und Mandelprotein. Okay. Ich habe am Anfang, wo ich die benutzt habe, ein, zweimal habe ich es versucht. Ich habe es benutzt, so die feste Seife, und mein Haar war wie Stroh. Ich weiß nicht, ob ich das falsch aufgetragen habe oder nicht. Auf jeden Fall habe ich vor kurzem in einer Box ein Shampoo und da war noch Conditioner drin. Und ich muss sagen, mein Haar fühlt sich echt ganz weich an. Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, und also das war, glaube ich, von, wie heißt es, Foamy, wo man kaufen kann in der Drogerie und so. Das kann ich nur empfehlen. Das hat ein Conditioner auch drin. Okay, was ist das? Ah, Wimpern. Wimpern, einzelne Wimpern. Habe ich auch schon versucht. Ich habe ausgesehen. Eins hier, eins da. Okay, auch von, auch mit der Dory. Okay, ja, Dory. Gut. False Lashes. Da was runtergefallen. Oh, und nochmal. Oh, wow, guck mal die Lashes an. Ist das dann? Ah ja, das ist an einem Stück dann. Die sind aber toll. Muss ich mal verwenden. Hier in Deutschland wirst du vielleicht blöd angeguckt. Ich werde jetzt 60 und jetzt noch Wimpern trage. Dann irgendwie jetzt schwinze total. Naja. Oh, wow, guck mal an. Von Astor. Hm. Made in the UK. Oh, so sieht's aus. Das ist die Nummer 302. Dahlia Red. Okay. Wow. Guck mal an, wie rot das ist. Huh? Ja, eine Freundin von mir, die trägt, die ist eine Schwarze und die sieht toll aus mit roten Lippen und hat sie mich gefragt, wenn du mal was hast. Dann habe ich ja ganzen Dings gegeben mit Nagellack und roten Nagellack und roten Lippenstift. Das kommt sie dann auch. Das mache ich gleich mal. Das ist, jetzt ist mir doch noch was runtergefallen. Wo ist denn das hingefallen? Hallo? Naja, jetzt machen wir mal fertig erst. Und dann kann man immer noch gucken. Ah, nochmal ein Nagellack, ganz zartes Lila, fast grau. Fast grau, auch wieder Catrice. Wow, das sind immer interessant. Ah, Lipmask und eine Eye Mask. Ah, das mache ich vielleicht heute Abend mal. Oh Gott. Ja, da sind noch einige Sachen drin. Wow, Mickey. Und wer hat das gemacht? Ah, Essence. Das ist auch eine schöne Farbe. Das ist so goldrot. So, mal gucken. Mache ich das mal da drauf. Oh, der gefällt mir gut. Das ist ein bisschen orange, aber muss ich sagen, gefällt mir gut. Muss man halt zweimal auftragen, das ist nicht so dick. Ne? Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Nochmal auftragen. Einmal eine Schicht drauf. Ja, gefällt mir. Der gefällt mir gut. Schön. Oh, und dann kommt hier noch, das ist ein von Catrice wieder. Und das ist Apricot. Was ist es? Ist es ein Eyeliner oder ein Lipgloss? Okay, wo ist meine Lupe? Ja, okay, dann Lupe anmachen hier. Mit dem Dings hier. Okay, das ist ein, yikes, Hydro Lip Stain. Okay. Also es ist,
Seeking Flow Hydrating Lip Stain. Okay. Ich weiß nicht, das kennt ja bestimmt einen Lipstain, oder? Wo man aufträgt und dann, wenn man es wegmacht, ist trotzdem noch die Farbe dran und die ist nicht so einfach wegzumachen. Aber du bist, hast du dann den ganzen Tag, hast du dann die Farbe auf dem, auf den Lippen. Okay. Ist auch so orange. Ein kleiner, okay. Wow, das ist alles von Chacuino. Also ich glaube, das ist das koreanisch? Ich glaube, das ist koreanisch. Steht das drauf, wo das her ist? Und das ist, das ist alles in, ich nehme an, das ist von Korea, oder ist das, steht alles, ja, nichts, ja, nichts in Englisch, oder, ja, sondern nicht in Deutsch. Ich nehme an, dass es ein, Lip Line, ein Eyeliner ist, in Schwarz. Oh, da ist eine Tube drin. Von Yikes, warum machen die das so schwer für einen? Das ist, oh, ah, Miss, ist das von Miss Factor X? Aha, okay, nicht Mac, oder, ja, das ist andere, ja, Max Factor. 99% naturell und soft and silky texture. What? Flawless Skin. Oh, ah, das könnte bei mir eigentlich. Mal gucken. Da ist noch ein Ding drin. Aber trotzdem, ich mach's mal. Weil das interessiert mich, ob das geht bei mir. Dass ich nehme an, dass das ist eine Foundation ist. Ne? Gucken wir mal jetzt. Und sofort drauf. Okay. Aha. Nee, ist sogar ein bisschen zu dunkel. Weil zu dunkel im. Auf der Hand sieht es anders aus. Das sieht mehr braun aus. Hier sieht es. Ja. Ja. Geht vielleicht. Nee, das sieht viel dunkel aus. Also hier sieht man es fast nicht. Aber das sieht echt komisch aus hier. Ne? Riecht ein bisschen. Riecht nicht schlecht, aber normalerweise mag ich kein Duft in meinem Gesicht. Ja. Komisch. Hm. Das hat gewartet. Okay. Dann. Trotzdem mal, dass ich das Gesicht mal. Nochmal zwei Sachen. Okay, ein Lip Liner von Top Lady. Auch eine schöne Farbe. Oh, gut. Das ist nicht so hart. Schöne Farbe wieder. Kann ich alles benutzen. Und dieses hier ist von A Matte Lip Liner, oh, auch Nummer 6 von Dunuff. Das sind, oh, okay, sieht ein bisschen dunkler aus, mache ich auch noch dran. Oh ja, gut, ja, gut, kann man auch brauchen. Muss ich gerade mal gucken, irgendwas ist mir, glaube ich, noch runtergefallen, Moment. Nee. War nur ein Deckel von einer von diesen Nagellacken. Ja, einmal, zweimal. Ja, da haben wir einen für einiges für die Nägel. Wir haben sogar Wimpern. Wir haben eine Lidschattenpalette nicht, aber manchmal kriegt ja alles hier, sogar festes Shampoo. Also kriegt schon eines für 30 Euro, finde ich das eigentlich recht gut. Ne? Und das mit Amazon, dann kommt das ja in 2 Tagen. Finde ich also eine gute Geschenkidee auch, wenn jemand sowas möchte. Gut, dann mache ich jetzt Schluss mit diesem Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.